Das nächste, das ansteht, ist der Heinz Maximilian Biederer. Er ist Begründer der Logosophie, der Wissenschaft des Geistes und der Gesundheitsinitiative Bitattainment, sowie Autor des Buches Die Identität des Geistes und der Broschüre Denkt Gott Deutsch? Die Grundlage der Logosophie ist ein neues Verständnis der Sprache und des Wortes. Und dieses Wort Logosophie ist auch von Herrn Biederer geschützt worden, heißt es, er hat das schützen können, ist es also seine Idee, die Begründung, die Logosophie, und wir sind gespannt, Herr Biederer, was Sie uns über diese Logosophie erzählen werden. Herzlichen Dank, dass Sie da bei uns sind. Dankeschön. Ich danke Ihnen, dass Sie bei mir sind jetzt. Gut. Mit Begründung der Logosophie, was Weisheit des Wortes bzw. der Sprache bedeutet, bin ich zudem zum Begründer einer Wissenschaft des Geistes geworden. Denn wenn es auch Geisteswissenschaften gegeben hat, ich sage gegeben hat, weil sie nennen sich jetzt Kulturwissenschaften, ein bisschen ehrlicher, so gab es bislang noch keine Wissenschaft, die sich mit dem Geist selbst befasst hatte. Mittels eines neuen Verständnisses der Sprache konnte ich dem Leben einige Geheimnisse entlocken. Dabei fand ich Antworten auf Fragen wie: Was ist die Essenz des Lebens? Wer oder was ist der Geist? Gibt es einen Gott? Was ist der Mensch? Und last not least, wie funktioniert das Leben? Einiges in kurzen Worten. Vorab noch ein Wort zur Themenstellung, heißt ja das Gesundheitssyndrom. Das Wort Syndrom entstammt dem Griechischen und bezeichnet das Zusammenlaufen von mehreren Dingen zu einem einzigen Phänomen. Macht es da nicht mehr Sinn, das Wort der Gesundheit anheimzustellen als einer Krankheit? Denn was ist nicht alles nötig, um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden? Das Leben selbst ist ein Syndrom. Alle seine Bemühungen laufen darauf hinaus, seine Vielfalt und Mannigfaltigkeit ständig durchzusetzen und sich beständig zu wandeln und weiterzuentwickeln. Dies gilt auch für das individuelle Leben eines Menschen. Erst wenn sein Leben in all seinen Aspekten voll zum Ausdruck kommt, fühlt sich der Mensch lebendig und gesund. Die Lebendigkeit eines Menschen ist ein oder sein Gesundheitssyndrom. Gesundheit ist Ganzheit, Gesundheit ist Lebendigkeit, Gesundheit macht Lust auf Leben und Laune, sich stets auszuleben und sich dabei, wie das Leben eben auch, ständig weiterzuentwickeln. Mit dem Geist als Sinn und Zielgeber, als Überwacher und als Triebkraft. Der Geist ist somit der Manager eines gigantischen Unternehmens namens Mensch mit Milliarden Mitarbeitern, bestehend aus über 100 Millionen Zellen und wohl ebenso vielen Mikroorganismen. Sie alle sind einzigartige, für das Unternehmen absolut unverzichtbare Spezialisten, die noch dazu rund um die Uhr arbeiten und dies oftmals unter menschenunwürdigen Bedingungen. Denken Sie doch nur an den Darm. Trotzdem geben sich alle mit einer Entlohnung in der Stellung von Kost und Logis zufrieden, wenn das die Gewerkschaft wüsste. Der Vergleich mit dem Manager eines erfolgreichen Großkonzerns macht die Kriterien für eine erfolgreiche Unternehmensführung deutlich. Hier wie dort ist die richtige Geisteshaltung des Managers das allein Entscheidende. Ist er sich seiner Führungsrolle voll bewusst? Hat er sich der gestellten Aufgabe voll und ganz verschrieben? Geht er sie mit Leidenschaft und mit hundertprozentigem Engagement an? Fragen, vor die sich jeder Mensch mit jedem Atemzug eines Lebens gestellt sieht. Stellen Sie doch die zentrale Herausforderung des Lebens dar. Der Grad der Beantwortung dieser Fragen markiert den Grad der Verantwortung, die ein Mensch für sein Leben zu übernehmen bereit ist.
Ich muss mal schnell was sagen, weil das Wort Verantwortung ist eins der missverständlichsten, das es überhaupt gibt. Es ist aber ganz einfach. Verantwortung kann man nicht übernehmen, die hat man. Das Leben ist eine Herausforderung. Es fordert einen immer raus, zu zeigen, was in einem steckt. Also, und darauf antworte ich mit meinem Handeln, mit meinem Denken, mit meinem Tun. Und das ist die Verantwortung, diese Antwort, die wir geben. So wie keiner mein Leben leben kann, kann auch keiner meine Verantwortung übernehmen. Und wenn bei den Politikern immer gesagt wird, jemand übernimmt die Verantwortung, dann muss ich sagen, da war es vorher verantwortungslos. Und dann ist es so, dass einer die Verantwortung übernimmt und wird pensioniert. Das ist alles. Ist aber so, wenn ich die Verantwortung für was nicht übernehme, kann ich auch nichts ändern. Also, das ist Verantwortung. Einfach das, was wir tun, das verantworten wir auch. Und das Leben zeigt uns, ob es richtig oder falsch war, nicht was ein Mensch sagt. So viel zur Metapher des Menschen als Konzernmanager. Jetzt eine Frage zur Arztpraxis. Warum, denken Sie, empfängt der Arzt einen neuen Patienten meist mit den Worten: Na, wo fehlt's denn? Dem Arzt ist klar, dass einem Kranken immer etwas zur Ganzheit seiner Gesundheit fehlt. Ansonsten könnte er sich den Besuch bei ihm, dem Arzt, sparen. Gesundheit ist ein Ausdruck der vollen Funktionsfähigkeit des Körpers sowie der richtigen Lebensführung der Person. Wer die Gesundheit als etwas Lebendiges verstehen will, muss das Leben und den Menschen in seiner Ganzheit aus Körper, Seele und Geist verstehen. Zum besseren Verständnis der dreieinigen Ganzheit Mensch ist es unerlässlich, dass ich Ihnen vorab die logosophische Definition des Körpers, der Seele und des Geistes sowie meine Ansicht zu deren Funktionsweise im Einzelnen darlege. Dazu bediene ich mich gern mal eines Vergleichs mit dem Internet inklusive der Termine der modernen Informationstechnologie. Das Leben gleicht dem Internet. Dabei ist der Mensch ein Handlungsbevollmächtigter des Lebens. Er loggt sich ins Internet ein oder ins Leben und surft darin ein Leben lang. Der menschliche Körper könnte mit dem Computer verglichen werden, in dem die notwendige Software integriert ist. So sind die Funktionen des Körpers gut organisiert und fest programmiert. Alle Vorgänge sind somit funktionell geregelt. Alles läuft vollständig selbstständig ab. Aber die Software kann nur funktionieren, wenn sie vorher entsprechend programmiert wird. Beim Computer ist es unbestritten. Beim Menschen sollte es anders sein. Wird behauptet, muss ich sagen, nicht falsch verstehen. Meines Wissens ist der Geist nicht aus Materie. Was Wunder also, wenn er nicht mit den Mitteln der Naturwissenschaft zu ermitteln ist. Gemäß ihrer eigenen Fachdefinition sind die Naturwissenschaften allein auf die Natur fixiert. Die Materie zu erforschen ist ihr Zweck und Ziel. Da die Erforschung eines immateriellen Geistes nicht ihr Anliegen ist, kann es ihnen auch nicht angelegen sein, nachzuweisen, dass der Geist existiert und schon gar nicht, dass er die Materie dominiert. Also wird sein Vorhandensein von vornherein lieber gleich ignoriert. Das muss man einfach sagen, weil wenn oftmals haben schon Naturwissenschaftler gesagt, es gibt keinen Geist, es gibt keinen Gott. Das können Sie nicht sagen, weil Sie in Ihrem Fachgebiet das ausgeschlossen haben. Wonach ich nicht suche, werde ich nicht finden. Vor allen Dingen, wenn ich nicht will. Die Frage, die wir unseren Ermittlungen vom Grundsatz her voranzustellen haben, lautet: Gibt es etwas Immaterielles? Wenn ja, ist dieses Etwas die Ursache von allem, was existiert? Könnte dies der Geist sein? Und wird die Materie tatsächlich von ihm dominiert? Der Begriff existieren stammt vom lateinischen existere, was ins Leben treten bedeutet. Daraus folgt, dass es etwas geben muss, das mit diesem Schritt die Erscheinungsform schafft oder eins geschaffen hat, die man Leben nennt. Mit diesem ins Leben treten wurde und wird von diesem Etwas das Leben praktisch in Gang und in Szene gesetzt. Das heißt, in der Existenz muss eine Essenz stecken, welche die Ursache des Lebens ist.
Damit dürfen wir auf dem richtigen Weg sein, denn der lateinische Begriff Essentia, welcher Wesen bedeutet, ist aus dem Grundwort esse gebildet und esse bedeutet sein. Zu sein ist die grundsätzlichste Zustandsform eines Wesens. Am Leben zu sein schafft überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass ein Wesen ins Leben eingreifen kann. Ansonsten vermöchte es weder seinen Körper noch sonst irgendwas im Leben zu bewegen. Daraus wird ersichtlich, dass dieses Etwas, das hinter dem Leben steckt, das Sein sein muss. So lautet der entscheidende Grundsatz, der zugleich ein ultimativer Gottesbeweis ist. Das Sein kann alles und nichts sein, aber es kann niemals nicht sein, denn zu sein ist sein Wesen. Der Logik folgend lässt dieser Grundsatz folgende Schlüsse zu. Erstens, wenn das Sein niemals nicht sein kann, dann muss es eben immer schon gewesen sein. Zweitens, damit ist das Sein das erste und wohl einzige Wesen, das existiert. Jede Existenz kann somit nichts anderes als ein Ausdruck und eine Verkörperung dieses einen Wesens sein. Alles, was existiert, ist von ihm initiiert. Diesem Gedanken wollen wir jetzt nachgehen. Wesen und Sein sind eins. Deshalb sind wohl beide Begriffe in vielen Sprachen mit dem gleichen Wort bezeichnet. Nehmen Sie zum Beispiel das englische Being oder das französische Être. Beide Begriffe bedeuten Sein und Wesen zugleich. Im Althochdeutschen bezeichnete man das Sein mit Wesen. Sein ist zudem der allumfassendste Begriff, den wir im Deutschen kennen. Im Sein steckt alles, was existiert, und in allem, was existiert, steckt das Sein. Das Sein ist letztlich das Ein und alles, was existiert. Es ist die Essenz der Existenz. Denn alles trägt sein Leben in sich. Bezogen auf die eingangs gestellte Grundfrage nach der Ursache der Existenz bedeutet dies: Das Sein ist die seit Urzeiten existente, aber nicht näher zu beschreibende Ursache. Eine Sache kann man nicht beschreiben, ist nur da. Diese eine Ursache ist die Ursache unserer Wirklichkeit. Einerseits will das Sein die Ursache, weil das Sein die Ursache von uns ist. Wir sind seine Verkörperung. Das Wort Person stützt diese Deutung. Bedeutet doch das lateinische Persona, Maske oder Rolle des Schauspielers. Das heißt, jeder von uns ist eine Maske des Seins. Hinter jedem von uns steckt das Sein, wir sind die Darsteller der individuellen Möglichkeiten des Daseins im Hier und Jetzt. Wir sind der Körper des Seins. Wir sind die Einzelnen, die das Sein bilden, so wie die Zellen unseren Körper bilden. Einerseits wird die Verkörperung des Seins im Hier und Jetzt, sind wir die Verkörperung des Seins im Hier und Jetzt, und andererseits sind wir wiederum die Ursache unserer Wirklichkeit. Die nächste grundsätzliche Frage ist darum, wie wird das Sein die Ursache von uns? Die Antwort? Ganz einfach. Indem es etwas betrachtet. Denn sobald das Sein sich selbst, als das Leben, betrachtet, nimmt es einen individuellen Gesichtspunkt ein, eine Warte, die ihm, dem Leben, entgegensteht, sodass er sich im Leben sehen kann. So nimmt das Sein eine Gegenwart zu sich selber ein. Wahrscheinlich ist dies auch der Grund, warum wir diese Zeit des Augenblicks, der Betrachtung, als Gegenwart bzw. die Gegenwart bezeichnen. Mit dem Akt der Betrachtung kommt der Betrachter Augenblick in die Gegenwart und wird geistesgegenwärtig, präsent. Die Präsenz ist die Gegenwartsform des Seins. So wird das Sein im Körper des Betrachters zum Geist. Um hinter dieses Geheimnis zu kommen, habe ich selbst über 20 Jahre gebraucht. Dabei hatten wir die Lösung immer schon vor Augen, denn das Wort selbst trägt die Lösung in sich. Wie konnten wir das nur so lange übersehen? Nur weil wir das Wort als Geist aussprechen, sind wir nicht dahinter gekommen, dass das Wort aus der Vorsilbe G und dem Präsens des Zeitworts Sein gebildet ist. Die Vorsilbe G deutet im Deutschen auf das Zueigensein dessen,
was das angehängte Verb aussagt. Das Verb sagt uns hier, dass das Sein nun etwas ganz Bestimmtes im Hier und Jetzt geworden ist, nämlich der G ist ausgesprochen Geist. So wie das Kleingeschriebene ist, das Präsens des Hilfszeitwort Sein ist, so stellt der Großgeschriebene G ist die Präsenz des Sein im Hier und Jetzt in jedem von uns dar. Dies ist kein Wortspiel, dies ist pure Wirklichkeit. Denn dieses Dasein des Geistes ermöglicht unser Dasein. Inwiefern werden wir gleich behandeln? Dazu eine einführende Frage. Wie weiß das Sein überhaupt, dass es ist? Die Antwort klärt auch gleich die Frage, wie aus dem Sein, aus diesem einen Sein, viele Individuen werden konnten. Die Antwort lautet: Das Sein weiß in dem Augenblick, dass es ist, wenn es sich selbst betrachtet. Dabei fällt die Einheit des Seins auseinander in die Dualität von Betrachter und Betrachteten, von Subjekt und Objekt, von hier und dort. Mittels dieser Trennung, die einzig im Geiste stattfindet, entsteht im Geiste eine ganze Welt aus Gegensätzen. Wenn ich klein denke, habe ich groß mit dabei, sonst sagt es nichts aus. Aus einer ganzen Welt von Gegensätzen.